So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Nebukadnezar. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir werden jetzt erst einmal dafür sorgen, dass wir wieder weitere Bauern bekommen, die dann natürlich für uns arbeiten können. Gegebenenfalls kriegen wir noch ein paar Steuereinnahmen, das wäre schön. Und wir können jetzt jede Menge Handelsrouten abschließen, um das ein oder andere noch zu verkaufen oder eben auch mit reinzubringen. Um das Fleisch zu verkaufen, brauchen wir natürlich weitere Stadtbewohner. Das heißt, wir werden da auch einiges noch mit ausbauen müssen. Gegebenenfalls dafür sorgen, dass wir noch weitere von diesen wunderbaren Datteln bekommen. Ich sehe gerade, dass die Datteln hier jetzt relativ leer sind. Das heißt, die kommen mit der Produktion gar nicht mehr hinterher. Das heißt auch, ich werde dich jetzt dazu anheuern, die Datteln bitte von hier nach da zu bringen. So bleiben die definitiv voll. Und die hier kommen nämlich nicht bis nach dort drüben hin. Das ist natürlich doof. Da muss ich jetzt erst einmal sehen, dass wir das auf jeden Fall aufrechterhalten. Gleichzeitig werden wir hier jetzt dafür sorgen, dass die ganzen Bauern mit hinkommen. Die müssen hierher, weil wir nämlich jede Menge Bauern noch brauchen, um unsere Produktivität aufrechtzuerhalten, um die ganzen Waren dann auch verkaufen zu können. Wir wollen Fleisch verkaufen und Fleisch bringt uns dann hoffentlich auch nochmal ein bisschen was an Geld. Zumindest 45 pro Stück bis zu 50 können wir verkaufen. Das heißt, 1, 2 Farmen können wir dann bauen. Plus natürlich die Metzgereien. Und dann sind wir eigentlich relativ gut dabei und können den Großteil, den wir sonst noch produzieren, dann in unsere Aristokraten stecken, die wir später auch noch entwickeln müssen. Also wir haben noch sehr viel zu tun, das wird noch sehr interessant. Ich, könnt kotzen. Verdammt. Wir sind in der 10. von 11 Missionen. Nee, von 12, Entschuldigung. Das heißt, im Prinzip ist das hier schon die drittletzte Mission. Es könnte also bald vorbei sein. Was mich wundert, weil das Spiel ja eigentlich doch relativ groß ist, aber es gibt noch Einzelspielermissionen, die man dann machen kann, die man dann auch historisch wahrscheinlich noch irgendwie nachvollziehen darf. Da müssen wir mal gucken, ob wir die noch machen, ja oder nein. Das kann ich jetzt noch nicht sagen an dieser Stelle. Es gibt wohl auch noch ein DLC, das man ebenfalls mit reinhauen kann. Und wir haben ja eigentlich auch noch die Kampfmissionen. Die haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Wir haben nicht einmal Krieg geführt. Wobei ich immer ganz froh bin, wenn ich keinen Krieg führen muss. Denn das liegt mir nicht so. Ich bin kein großartiger Kämpfer. Ich kann auch keine Schießspiele spielen. Strategisch bin ich sowieso raus. 1, 2, 3. So. Einer noch. Ja, passt. Wackelt und hat Luft. Das schließen wir mal gleich mit an. 1, 2, 3. Passt sogar perfekt. Und wir haben offensichtlich keine Probleme damit, komplett rumzugehen. Das ist sehr schön. 1, 2, 3 und ran. Okay, jetzt müssen wir das hier noch irgendwie abschließen. Eins, zwei, drei. So, fertig. Läuft. Da können jetzt die neuen Leute wohnen. Alles ist gut. Das ist eine Tierfarm. Ihr werdet erstmal eure Tiere bekommen, die ihr dann versorgen dürft. Außerdem reißen wir gleich noch etwas für den Weg ab. Und ihr bekommt euer Getreide. Schade ist natürlich, dass ihr immer noch eine extra Straße benötigt, ne? Es wundert mich, dass man das so aufgeteilt hat, dass man bis zu diesen 18 auch beim letzten nochmal kommt. Denn das würde ja nie funktionieren, weil man ja gar nicht die Möglichkeit hat, wirklich alles mit Feldern vollzusetzen. Das wundert mich total. Aber ist okay. Straße. Jetzt die Lagerhäuser. 1 und 2. Da kommt nur Getreide rein. Da kommt Brot und Milch. Brot bis zu 20, Milch bis zu 16. Straße rumziehen. Bisher sind wir relativ gut vorangekommen. Ich habe mich auch mal so ein bisschen auf verschiedenen Seiten umgeguckt und habe dann gesehen, dass Leute sogar bei der 4. Mission gescheitert sind. Ich weiß nicht, ob sie jetzt damit die 10. Mission, also diese hier, meinten. Oder ob sie die 4. Mission, sprich das Tutorial, meinten. Da bin ich mir wirklich nicht sicher, was genau da schiefgelaufen ist. Aber es ist interessant, dass andere mit diesem Spiel nicht so gut vorankommen. Vielleicht liegt es daran, dass die dann nicht darauf geachtet haben, sich finanziell abzusichern. Das kann natürlich durchaus passieren.
Denn der Handel ist das Wichtigste. Mit Steuereinnahmen wird man hier, und ich glaube, das war auch der Fehler von derjenigen, die dort einen Kommentar mit abgegeben hat. Mit Steuereinnahmen kann man sich nicht über Wasser halten. Das wird nichts. Das lässt das Spiel gar nicht zu. Da müsste man im Prinzip immer eine Arbeitslosenquote von 90% haben, um dementsprechend Plus mit Steuern zu machen. Und das bringt halt nicht viel. Man muss ja auch vorwärts kommen. Insbesondere, wenn man nachher kämpfen soll, weiß ich nicht, wie das klappen soll. Man ist ja so sehr mit der Wirtschaft beschäftigt, dass man sich eigentlich kaum um irgendetwas anderes kümmern kann. Aber vielleicht sind dafür andere Dinge wichtiger, dass man beispielsweise dann besser Keramiken und sowas alles verkaufen kann, um dementsprechend auch da das Geld irgendwie reinzukriegen, was benötigt wird für die Kriegsführung. So, das haben wir soweit. Du kriegst Milch und Brot. Feuerwache brauchen wir noch. Die wird wichtig sein. Genauso wie ein Heiler. Solange wir noch keine Aristokraten haben, brauchen wir den definitiv. Und sicherheitshalber bauen wir hier hinten auch schon mal einen weiteren Heiler mit dazu. So, bitteschön. Okay, und jetzt müssen wir das Ganze noch verbinden mit der Straße, damit die Leute dann auch dort einziehen können. Und der Markt, der wird gleich zugeteilt. Ich bin erstmal froh, wenn die hier jetzt ihre Produktionen starten und alles losgeht. Achso, ich sollte hier auch die Leute dementsprechend noch zuteilen. Da auch und da auch. Sehr schön. Alles ist angepflanzt, alles ist super. Und sobald wir das Brot haben, werden wir dann auch Bescheid sagen, dass ihr wachsen dürft. Solange kann ich mich um andere Dinge kümmern, denn wir haben jetzt wieder Arbeitslose, die wir nutzen dürfen. Gott sei Dank. Und später werden wir dann auch dort oben noch ein paar Keramiken bereitstellen, sodass ihr dann weiter aufblüht. Ihr hättet schon mal Bier. Aber wir müssen jetzt für Tafeln sorgen, die wir einerseits natürlich verkaufen. Die können wir dann hier rüber handeln, sodass wir dann hier Tafeln mit anbieten, die mit rausgehen. Und andererseits natürlich für die Leute bereitstellen. Heißt, eine weitere Straße. Weitere Lehmgruben. So langsam kommt die Heiserkeit, man merkt's. Wir sind auch schon wieder eine ganze Weile dabei. Entschuldigt. Ich hoffe, ich habe es rausgeschnitten. Wir sind auch wieder eine ganze Weile dabei, was natürlich auch sehr viel Zeit kostet. Und uns nicht unbedingt voranbringt. Tischlerei, Lehmgrube, brauche ich noch zwei weitere. Straßen einmal komplett rumziehen. Dann setzen wir hier auch gleich das Lager mit hin. Ich habe ziemlich viele Folgen wieder am Stück aufgenommen. Das ist natürlich nicht immer gut und nicht immer praktisch, aber es ist okay. Es ist aushaltbar. Ich reiße das Lager nochmal ab und baue es dann doch lieber weiter. Ja, ist egal. Ach komm. Lass es so, wie es ist. Tafeln bitte annehmen, wo auch immer die jetzt hin sind. Da. Okay, und euch fehlt noch eine Straße, die bauen wir gleich mal mit an. So. Dann haben wir eine relativ hohe Produktion von Tafeln. Also im Prinzip haben wir hier jetzt 6 mal 9. Sind wir bei 54. 54 Tafeln reichen gerade mal für ein Wohngebiet. Das zweite bräuchte im Prinzip auch nochmal weitere Tafeln. Das heißt einmal noch eine Lehmgrube und einmal noch eine Ziegelei, hätte ich beinahe gesagt. Tafelwerkstatt und alles wäre geritzt. Lehmgrube, Tafelwerkstatt. Ah, verdammt, jetzt ist die Kriminalität hier oben hoch. Das lösen wir mal, das Problem.
Kostet zwar wieder ein paar von denen, aber das ist okay. Hier ist sie auch noch relativ hoch, auch wenn hier zwei große Wachen unterwegs sind. Aber ist okay. Und ich brauche trotzdem noch eine Tafelwerkstatt, sonst kommen wir nicht hinterher. Und dann haben wir genügend Tafeln, um alle zu versorgen. Heißt, ich kann hier jetzt noch ein Lagerhaus mit hinbringen. Und dann brauchen wir... Oh Gott. Hier ist noch nicht mal Bier. Das ist natürlich doof. Wir brauchen jetzt erst einmal eine weitere Karawanserei, die dann im Prinzip die Tafeln von hier nach da bringt. Du hast die Töpferwaren. Ein Markt bekommt die Bierprodukte. Krankheitsrisiko ist hier gefährlich hoch. Okay. Ja, das ist leider wahr. Mach mal kurz aus, ich muss mal was sehen. Dann setzen wir jetzt erst einmal Büsche, die die Umweltschäden verhindern. Eine Straße und einen Heiler. Hoffentlich können wir den später umarbeiten. Ich kann mir jetzt im Moment keinen Heiler leisten. Ho, wir haben nicht genügend Angestellte. Ich muss ja erst einmal dafür sorgen, dass wir hier noch die Verwaltung kriegen. Und dann sind wir genau bei Null. Jetzt kommen hier Töpferwaren rein. Nie. Töpferwaren, Töpferwaren, Töpferwaren. Wo sind sie denn jetzt schon wieder? Da. Da sollen nur Tafeln rein. So. Da kannst du das Bier schon mal durch die Gegend schleppen. Und du kannst deinen Weg auch schon mal antreten. Vielleicht kriegen wir schon mal die ersten neuen Leute mit dazu. Ach so, Attraktivität wollen die ja jetzt auch. Ja. Goodie. Jetzt ist hier auch noch ein Brand ausgebrochen. Natürlich, natürlich. Was mir wieder 100 Leute abfackelt. Da soll nichts als Bier rein. Lehm geht wieder raus. Okay, Produktion bleibt oben. Wir können uns... Ich kümmere mich jetzt einfach mal um einen Heiler hier. Der kümmert sich um die Leute. Gucken wir uns mal die Umweltverschmutzung an. Es geht. Es hält sich in Grenzen. Die ist von hier unten wesentlich schlimmer. Und die wird hoffentlich bald verschwinden, aber sicherheitshalber werde ich jetzt hier noch ein paar Bäumchen mit hinpflanzen. Jo, Ruhe. Sehr schön. Gut, die wachsen soweit. Tafeln sind genug da. Die hier hinten werden jetzt auch noch ein paar Tafeln bekommen und dann ist Ruhe. Neue Leute kommen, Ansehen steigt. Und ich habe bisher noch gar nichts, aber auch wirklich nichts für unsere Götter getan. Das ist natürlich gefährlich, deswegen gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, habe ich hier einen Platz schon fertig gemacht? Eigentlich hätte ich gedacht, ich habe einen, aber offensichtlich nicht. Also bitte. Festivalplatz 3. Und was feiern wir? Wir feiern Enlil, der uns schon fast hasst. Okay.
Ihr setzt ein bisschen was mit rein, bis auf das. Prächtig muss es nicht unbedingt sein. Ich bin erstmal froh, wenn wir dies hier mit drin haben und dann ist gut. Dann ist er erstmal für eine lange Zeit zufrieden und wir brauchen eigentlich schon wieder Ketten. Kupferschmuck. So, feiert ruhig eine Party, das ist in Ordnung. Genügend Tafeln sind unterwegs. Ihr seid soweit zufrieden, auch wenn euch Kupferschmuck fehlt. Wenn der Kupferschmuck fehlt, dann wird zu viel verkauft. Aber eigentlich haben wir dafür gesorgt, dass davon genug vorhanden ist. Wir haben im Prinzip 27 plus 9. Das sind 36. Und 30 Häuser sind hier nur. Aber wir verkaufen ja auch noch ein bisschen was. Das heißt, ich muss hier im Prinzip noch dafür sorgen, dass wir mehr produzieren und da das Ganze noch ein bisschen ausweiten. Das heißt, noch mehr von euch mit hinstellen. Das könnten wir gleich hier vorne machen. Ich müsste bloß noch eine weitere Dattelfarm machen. Fisch kann ich auch mit ranholen. Und dann haben wir zumindest ein paar normale Einwohner. Es müssen ja nicht welche sein in Luxusvillen oder sonst irgendwas. Das spielt ja keine so große Rolle. Wichtig ist nur, dass erstmal Leute entstehen. Die Frage ist auch, wo wir nachher die anderen Leute mit hinsetzen, die Residenzen. Die könnten eigentlich hier komplett stehen. Dort würden sie mich nicht nerven und Schafe würden wir auch anpflanzen können. Das wäre okay. Auch hier können wir Schafe anpflanzen, bräuchten nicht mal irgendwelche Bewässerungsgräben ziehen. Das ist auch sehr praktisch. Okay, das Lager wurde zwar von Dieben ausgeraubt, ist aber wieder zurückgebracht worden. Sehr nett, danke. Ihr hier oben seid unzufrieden, weil ihr immer noch kein Brot und nichts bekommt. Ja, das ändern wir jetzt mal. Goodie. Erledigt. Jede Menge Arbeitskräfte kommen dazu. Das heißt, ich kann mich jetzt wieder um weitere Stadtbewohner kümmern, weil das alles wieder einigermaßen unter Kontrolle ist und wir ja, doch den einen oder anderen Arbeiter dann glücklich stellen können. Heißt, wir brauchen eine Farm. Eine Pflanzenfarm für Datteln. Die stellen wir hier vorne mit hin. Ich komme nicht weiter nach rechts, ne? Das ist doof. Oder wir setzen die hier unten mit ran. Ich meine, es wird sehr abgeschirmt sein vom Rest. Die werden auch keine Ketten bekommen. Das sind wirklich dann bloß Arbeitskräfte, die ja auf niedrigem Niveau unterwegs sind, sagen wir es mal so. Zweimal Datteln. Jede Menge Fisch holen wir dann auch noch. So, das reicht. Und dann können wir im Anschluss die Schafe fertig machen und verkaufen. Okay. So ist gut. Okay, geschafft. Straßen mit dazu. Wir könnten auch die Fische hier mit abernten, das wäre noch besser. Lagerhäuser brauchen wir noch. Nummer 1 und Nummer 2. Beide Lagerhäuser sind nur für Datteln da. Dann die Angler. Drei Stück reichen zumindest für den Anfang. Wahrscheinlich werde ich noch einen vierten brauchen. So, dann
eine Straße. Einen Marktplatz für Datteln. Einmal ein, Entschuldigung, ein Lager für Fisch. Gerne noch einen weiteren Angler. Sicher, sicher. Wir noch 1900 normale Leute, Bauern, die wir dann dementsprechend noch in die Kupferminen stecken müssen. Und wir brauchen auch noch eine Karawanserei, um dann in einem Lager, das oben mitsteht, plus einem gewöhnlichen Marktplatz. Lager, Lager, Lager. Den Fisch zu lagern. Fisch. Da. Wir machen im Moment alles ohne Aristokraten. Also wir sind jetzt wirklich nur dabei, den Grundbaustein zu legen und überhaupt irgendwie anzufangen. Was gar nicht so einfach ist, aber trotzdem irgendwie funktioniert. Dann brauchen wir noch eine Feuerwehr. Und einen Heiler. Oh Gott. Entschuldigt. Ich hätte mich nicht so erkälten dürfen. Ach verdammt, das passt nicht. Jetzt habe ich die Brücke umsonst gesetzt. Brücke. Komm auch nicht dran vorbei, ne? Das ist zum Heulen. Und durch die Farm will ich auch nicht. Sicher, dass es da keine Alternative gibt. Ich würde jetzt hier einfach gerne rüber. Kommen immer irgendwo gegen. Und da, wo ich rüber könnte, da sind jetzt die Farmen im Weg. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, hier hätte es perfekt gepasst, aber da ist leider was im Weg. Das habt ihr doch mit Absicht gemacht, seid ehrlich. So, dann haben wir nämlich hier auch nochmal einen Übergang und dann gibt es keine Probleme damit, dass neue Leute hinzukommen können. Gegebenenfalls muss ich das nochmal umstellen, aber wichtig ist halt, dass wir Platz haben. Okay, das läuft. Ihr macht die Datteln. Ihr macht die Datteln. Ihr macht den Fisch. Hier ist alles soweit in Ordnung. Die Häuser kommen jetzt erstmal mit dazu. Wo auch immer sie sind. Da. Jo, perfekt. Straße. Das Schöne ist, dass die sich nicht beschweren können, weil ihre Häuser eh noch nicht existieren. Das heißt, die können nicht einfach mal so durchdrehen und sagen, so, wir fackeln jetzt alles ab. Da wohnt noch keiner, der irgendwas abfackeln könnte. Du darfst Fisch verteilen. Gut, das steht soweit. Brauchen wir die Deko.
sowie Plätze. Jetzt kommen die hier runtergelaufen, die Wachen. Nee, ihr sollt oben aufpassen. Ich baue eine neue Stadtwache. Alles gut. Geht weg. So, dann brauchen wir ein paar Bäumchen, einzelne Bäumchen. So. Wir haben noch ein bisschen viel Umweltverschmutzung. Das müssen wir definitiv reduzieren. Besser, aber nicht komplett. Ja, geht. Sie ist aber teilweise noch bei 8. Das ist enorm. Ja, lass die Krankheit ausbrechen, das ist nicht ganz so schlimm. Ich weiß nicht, das muss ja im Prinzip nur dieses Teil sein, was uns so eine Umweltverschmutzung macht. Nur der Arzt an sich. Wenn ich den woanders hinstelle, dürfte das wieder besser funktionieren. Ich guck mal kurz. So, jetzt ist die Umweltverschmutzung hinten. Und jetzt ist die weg. Okay, es ist der Stadtmeister gewesen. Die Stadtwache. Okay. In Ordnung. Läuft. So, ihr habt alles Wichtige, was ihr braucht. Deko ist nicht überall angekommen, aber da fehlt hier unten ja auch noch ein bisschen was. Also 1, 2. 3. Dann kommen diese Teile auch noch dazwischen. Dann haben wir zwar wieder sehr viel Geld ausgegeben, aber wir kriegen endlich wieder weitere Stadtbewohner. Das wird so wichtig sein. Die verteilt schon mal ihre Datteln und jetzt verteilt noch eine ihre Fische. Wunderbar. Das heißt, die werden schon mal alle größer. Alles ist gut. Alle sind gut versorgt. Und wenn die jetzt noch mal rumgehen, sind sie sogar für eine lange Zeit versorgt. Und wir kriegen wieder weitere Arbeitslose und hier bittet eine Stadt um einen Gefallen. Dann muss ich aber den Verkauf jetzt erstmal einstellen. Es tut mir sehr leid, aber es geht nicht anders. Zumal wir das ja auch noch an die Bevölkerung hier rausgeben müssen und es gibt sonst Probleme, wenn ich keine mehr habe. Keine Ketten. Das heißt, der Einkauf dort oben ist erstmal eingebrochen. Da müssen wir jetzt erstmal durch. Ihr werdet wahrscheinlich keine Ketten bekommen, weil ich gar nicht so viele produzieren kann. Und wenn, dann kann ich hier unten ja im Prinzip noch ein bisschen Kupfer importieren. Mache ich hier einen Hafen hin und dann mache ich euch auch noch ein paar Ketten. Aber so würde ich nicht damit rechnen. Mit mehr Aktivität wird mein Lieblingskanal häufiger angezeigt und wird größer. Ich muss sofort ein Abo und ein Like da lassen und das nächste Video schauen. Wir werden eh sehen, wie es weitergeht.